Da ist er halt. Und sieht mich nicht. Er läuft einfach mir vorbei. Also das ist der Killer, by the way. Er hier. Der läuft jetzt in meinem Haus rum. I don't know. Moin Leute, welcome back. Ich habe eben schon mal ein Video aufgenommen. Da hat mein scheiß Piss-Programm aber keinen Ton aufgenommen. War echt schön. Das Spiel kann ich jetzt quasi in die Tonne hauen, weil wenn ich jetzt nochmal aufnehme, dann wäre das ja gefaked sozusagen, weil ich kenne ja jetzt die Jumpscares. Und da waren miese Jumpscares. Ich habe mich echt mies erschrocken, aber gut, was willst du machen? Habe ich jetzt schnell ein anderes Game rausgesucht. Der Ton läuft jetzt. So, das Game heißt Not Alone. Die Story ist wohl, dass wir einfach nach Hause laufen und irgendwie so ein Serienkiller oder so da unterwegs ist. Es gibt wohl mehrere Enden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Steht da jetzt nicht. Okay, ich denke mal, da muss ich raus. Das sieht schon mal sehr freundlich aus. Okay, Treppenhaus. Gehen wir mal nach unten. Ich kann auch nach oben gehen. Ich kann ja überall hingehen irgendwie. Ich gehe mal nach oben. Mal gucken, was hier so abgeht. Gibt ja multiple Enden. Gucken wir mal runtergehen und auf die Straße gehen. Wäre jetzt wahrscheinlich das Einfachste. Würde wahrscheinlich jeder machen. Vielleicht gibt es ja hier oben irgendwas Interessantes. Okay, ich habe das Gefühl, dieses Treppenhaus ist unendlich. Okay, es ist doch nicht unendlich. Weil ich bin jetzt einige Stockwerke schon hochgelaufen. Ich habe kurz gedacht, das wäre unendlich, aber nein. Hier haben wir ein Dach. Warum bin ich hochgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, hier könnte irgendwas sein, aber nein, das ist ein Scheißdach. Okay, wir laufen wieder runter. Okay, das sieht aus wie die Lobby. Jo, hier geht's raus. Okay. Dann gehen wir mal nach Hause, ne? Ich bin auch irgendwie der Einzige auf der Arbeit. Überstunden. Scheiß. Nimm mein Handy. Wait. Psycho Serial Killer spotted in the street. Wow. Okay. Nice. Okay, wurde gerade ein Serienkiller gesichtet. Man soll reingehen, die Türen abschließen. Ja, ich habe Feierabend, Leute. Keine Zeit, wieder reinzugehen. Ich muss nach Hause. Wo wohne ich? Wo muss ich überhaupt hin? Ja. Rescue to look behind. Nee. Nee, lieber nicht. Wenn der Wind hinter mir ist, fuck it, Alter. Ich guck nicht nach hinten. Okay, die Polizei, hello. Die können mir bestimmt helfen. Die Straße ist sogar abgesperrt. Ich komme hier nicht lang, ne? Oh, das sieht aus wie ein Weg für mich. Flashlight, okay. Jesus, was ist denn das für ein Weg nach Hause? Hello, behind me. Oh, ich werde sowas von umgebracht. Look behind. Nö. Nee. Da mache ich nicht mit. Ist das mein Haus? Schick, schick. Schönes Apartment. Oh Gott, ist das abgeranzt. Okay, ich habe es geschafft, Leute. Ich bin zu Hause. Ich wurde nicht umgebracht. Bye. Nein, das ist offensichtlich nicht mein Apartment. Ich glaube, ich kann wirklich überall reingehen. Ja, irgendwie schon. Okay, ich würde sagen, ich rappel jetzt mal all die Apartments hier ab. Okay, das allererste Apartment direkt strange. Ich habe eben oben angefangen. Das hätte ich mir alles sparen können. Hallo. Gib mir den Key, bitte. Danke. Ist das der Key für die Front Door? Maybe. Da stand nichts dabei. Ich versuche es mal. Ich ignoriere das einfach mal komplett. Und gehe raus. Ich habe nichts gesehen. Das war nicht der Schlüssel für die Front Door. Sheet. Okay, oben habe ich, glaube ich, schon alles nachgeguckt. Okay, ist es der Schlüssel hierfür? Ja, das Dach. Oh, okay. Ich wurde von Jason abgeschlitzt. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Aufnahme von eben kaputt gegangen ist, also dass kein Mikrofon aufgenommen wurde, weil das Game war nice. Also, da hat mich gut erschrocken, das hat Fun gemacht. Das hier ist irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen random. Ich muss von dem Typ wegrennen, aber ich habe keine Ahnung, wohin ich rennen muss. Bin schon dreimal gestorben oder sowas. Also, ich weiß, ich muss nach links, weil rechts ist eine Polizeisperre, aber wohin jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, okay. Wow. Ich hab's geschafft. Endlich. Hab auch nur 5 Versuche gebraucht. Toll. Block the door. Er kam mit dem Tisch oder so.
In dem Game wird dann erstaunlich wenig erklärt. Womit soll ich den Tür blocken? Was ist das für eine Treppe überhaupt? Gar nicht Stein oder so. Ja, machen wir auf. Ist hier mal drin. Auf. Auf, danke. Kann ich mich verstecken? Jo, ich verstecke mich. Wie ein Outlast. Das wird funktionieren. Okay, ich stehe jetzt schon eine Minute hier drin, nichts passiert und unten ist der Text aufgeblockt. Ich soll die Tür doch bitte blockieren mit dem Stuhl aus der Küche. Dann machen wir das mal. Ich habe gedacht, der kommt da jetzt einfach so rein, aber gut. So, die Küche, nehmen wir mal den Stuhl hier mit. Ja. Und vor die Tür. Easy. Kann ich jetzt schlafen gehen? Okay, aber es ist gut zerbrochen. Ist der jetzt hier drin? Kann ich jetzt noch hoch? Ist der hier drin? Tab. What? Hide. Hallo? Ihr seht mich nicht stark. Okay. Er stand direkt vor mir, Alter. Er hat mich gesehen. Was soll ich jetzt machen? Einfach warten? Ich warte einfach mal ein bisschen. Okay, ich warte jetzt seit knapp 2 Minuten unter dem Bett. Der läuft hin und her, passiert aber insoweit nichts. Ich keine Ahnung, mir wurde ja gesagt, ich soll mich verstecken oder so. Habe ich gemacht. Da ist nichts passiert. Ja, was jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das Game ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt runtergehe, sterbe ich halt. Locker. Weil der ist hier unten. Was soll ich tun? Keine Ahnung. Da habe ich eine Waffe. Ich weiß nicht. Da ist er halt. Und sieht mich nicht. Er läuft einfach mir vorbei. Also das ist der Killer, by the way. Er hier. Der läuft jetzt in meinem Haus rum. I don't know. Und ich laufe auch in meinem Haus rum. Soll ich rausgehen? Einfach mal. Kann ich das? Nee, ich kann nicht rausgehen. Ja, jetzt bin ich hier mit dem Killer im Haus und chill ein bisschen. Ja. Kann ich mich schlafen legen? Ich kann mich verstecken. Ich brauche mich nicht verstecken. Der Typ ist total harmlos. Ich kann denen ja mal entgegenlaufen. Er macht ja nichts. Okay, ich bin tot. Again. Nice, nice. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Game. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Der Typ kommt halt in mein Haus, chillt dann da ein bisschen mit mir. Tötet mich nur, wenn ich ihm halt wirklich ins Gesicht reinlaufe, sonst macht er ja gar nichts. Man sieht sich.